Hallo zusammen, ich möchte euch die Sternzeichenlegung für den Monat Januar aufnehmen und für das Sternzeichen Stier. Wir schauen, was der Januar für den Stier bereithält. Und ja, denkt daran, es ist eine Kollektivlegung. Wenn es nicht resoniert, ist es nicht deine Botschaft. Gut, wir schauen eine Hauptüberschrift für Sternzeichen Stier im Januar. Und wir haben Kontemplation. Gut, du sollst in dich gehen, überlegen, was du möchtest und wirklich, ja, Kontemplation, beten und immer wieder wiederholen, was du möchtest. Gut, wir schauen mal mit anderen Orakelkarten, ob wir dazu eine Ergänzung bekommen. Ich glaube, eine Kontemplation kann man auch sehen als eines, ja, in sich kehren, mal schauen, eine Innenschau halten, was man wirklich möchte. Gut, wir schauen. Ja, schau, der Engel der Balance. Du sollst dich ausbalancieren. Und auch hier eine Innenschau halten, etwas anschauen, etwas, ja, wirklich betrachten. Auch sie betrachtet etwas sehr eingängig. Und es geht, glaube ich, wirklich auch um Achtsamkeit. Gut. Wir haben hier den Tempelpfad. Und eben dieser Weg zu einem Tempel, auch wieder diese Innenschau, dieses Besinnliche eigentlich. Und wir haben hier noch das sechste Chakra. Da, ja, ich bin nicht so Chakra-Fan, aber gut, wenn ihr damit etwas anfangen könnt. Es geht einfach darum, etwas anzuschauen und etwas, ja, achtsam zu verinnerlichen. Sagen wir das so. Gut, wir schauen für Stier mit den Tarotkarten. Wir haben nochmal die Königin der Schwerter, sie kommt viel im Moment. Auch du hast wahrscheinlich in der Vergangenheit viel aus dem Verstand heraus geregelt. Sehr rational, sehr kalt und sehr rigoros. Und es geht jetzt darum, nochmal innezuhalten, dass du nicht reinrutscht in diese manipulative Energie. Manipulier dich nicht selber, manipulier nicht andere, komm wieder in die Balance und ja, komm wieder mehr, okay. Ja, hierhin zum Hohepriesterinnen. Ja, in dieser Energie, dass du einfach wieder mehr auf deine Intuition hörst und nicht mehr so hart und rigoros bist. Du gehst nach vorne langsam und beständig, das ist gut. Mehr wieder in diese Münzenergie, in dieses Stabile. Es kann sein, dass es auch wirklich nur um Arbeitsthemen geht oder dass du mit jemandem zusammen daran arbeitest, dass du wieder, ja, die Balance findest. Und es geht wirklich darum, nochmal in die Feierlaune zu kommen und wieder loszulassen und locker zu sein und zu feiern. Party, Stimmung und Ruhe. So. Und auch bei dir, geh in die Beobachterposition. Wenn du die Balance finden möchtest, geh wieder mehr emotional raus. Überwinde diesen Fluss, wo dir vielleicht als Hindernis vorkommt. Du bist stabil, ja, du gehst schon nach vorne langsam, aber auch die Emotionalität soll nicht auf der Strecke bleiben und gelebt werden. Ja, aber du wirst das alles gut machen im Januar, weil der Sieg liegt darauf. Also keine Sorgen. Die Balance, die kommt sowieso von alleine. Wir schauen mal auf die einzelnen Orakelkarten. Wir schauen mal auf diesen Engel der Balance. Auf der Engel hier, blau, Klarheit. Ja, du hast dich wirklich ein bisschen verschlossen, deswegen hier dieser Hinweis, dieser Ratschlag, pass auf, dass du nicht hier reinrutscht in diese manipulative Energie. Sondern ja, halte dich wirklich in Balance mit zwei der Münzen und komm wieder mehr in diese Emotionalität. Vielleicht hast du auch eine Familie, wo du sehr schätzt und sie wird dir helfen, das wieder auszubalancieren. Gut, wir schauen mal auf den Tempelpfad. Das sind viele. Ich schaue, ja, wir nehmen sie, weil das ist der Tempelpfad, den du durchlaufen hast. Wir haben hier nochmal die Manipulation. Wir haben das hier. Wirklich, es möchte zur Ruhe kommen, du sollst zur Ruhe kommen. Justitia liegt da, du musst nicht selber für Gerechtigkeit sorgen, die Gerechtigkeit kommt von allein. Du wirst einen Neuanfang machen, du wirst die Vergangenheit in den Rucksack packen und nach vorne springen. Und was jetzt im Moment einfach noch ist,
Da waren Enttäuschungen über Beziehungen, wo du gedacht hast, es ist gut, es kann auch ein Job sein oder ein Familienmitglied. Und das war nicht dementsprechend, wie du gedacht hast. Und jetzt geht es darum, das loszulassen und nach vorne zu gehen in einer Energie, wo du dich ausbalancieren kannst. Wir schauen auf das sechste Chakra. Ja, diese Abwehrhaltung möchte jetzt umgewandelt werden. Du bist eben aus dieser Verletzung heraus in eine Abwehrhaltung gegangen und das soll jetzt umgewandelt werden. Und das wirst du spüren, weil du wirst, ich glaube, sehr bald ein sehr viel offeneres und weiteres Gefühl haben, weil du merken wirst, um wieder Beziehungen, Jobs, was auch immer in dein Leben zu lassen, wo dir auf Augenhöhe und respektvoll begegnen, musst du einen kleinen Schritt über diesen Fluss machen und dich auch wieder emotional öffnen. Aber das wird kommen. Wir nehmen die Kontemplation, die Innenschau. Ja, und diese Innenschau zeigt dir einfach nochmal, was bedeutet Fairness, was ist faires Geben und Nehmen, wo ist es unnötig, sich Sorgen zu machen und wo sollst du einen Schritt aus der Komfortzone gehen. Und das beinhaltet genau das. Du wurdest ungerecht behandelt, aber du darfst trotzdem wieder aus der Komfortzone rausgehen und einen Schritt emotional nach vorne machen und du sollst dich nicht in den Sorgen verlieren. Und das ist so diese Innenschau, die du halten wirst und du wirst dort nochmal erkennen, wo deine Schattenseiten sind, wo du Ängste hast, wo du ja, das noch umwandeln darfst, dass du wieder in einer leichteren, freudigeren Energie nach vorne gehen kannst und wirklich den Herzschmerz loslassen kannst. Aber das wird kommen und das ist gut so. Für Stier im Januar eine Elbenkarte. Und wir haben eine klare Absicht, bringt dich ans Ziel. Und diese Klarheit wirst du bekommen. Diese klare Absicht wirst du verankern, indem du wieder in der Balance bist und dann diese klare Absichten aussprechen kannst. Vielleicht ist es auch schon deine klare Absicht, in die Balance zu kommen, dann wird das kommen. Und ich denke, das ist eine sehr schöne Karte, allein von den Farben. Aber auch hier der Hinweis, du bist nicht alleine. Und das ist sehr tröstlich und gut. Und es strahlt und scheint die Sonne und es wird gut werden. So, wir nehmen noch eine Engelskarte. Für Stier im Januar. Zukunft, dein Glück wird kommen. Und das ist wirklich ein schöner Hinweis. Dein Glück wird kommen, auch wenn es im Moment schwierig ist. Du wirst wieder deine Balance finden. Du hast diesen Tempelpfad vollendet, meiner Meinung nach. Und diese Innenschau hilft jetzt einfach noch dazu, verankern, zu verinnerlichen, damit jetzt etwas Neues kommen kann. Und das soll das Glück sein. Gut, L'Enemont für die Stiere im Januar. Ja, diese Unruhe, wo du jetzt noch fühlst, diese Diskussion vielleicht auch diese Hindernisse, wo du noch vielleicht als unüberwindbar anschaust und die Sorgen. Wir nageln noch ein paar Sorgen, das geht jetzt wirklich. Und es weicht dieser Verbindlichkeit. Du wirst wieder strahlen und du wirst diese Sorgen wegstrahlen. Und das ist gut so. Du kommst wieder in dein Leuchten, wie auf dieser Elbenkarte vorher gezeigt. Und dieses Strahlen wird die Sorgen vertreiben. Und du bist im Glauben, deswegen bist du auch wirklich in deiner Intuition als hohe Priesterin. Du bist in diesem Glauben und deswegen geht es nach vorne. Und das ist gut so. Ja, wir nehmen noch eine dazu. Aber ich denke, das sagt schon alles. Ja, eben genau. Du wirst diese ganzen Sorgen, Hindernisse, Unruhe beenden. Mit dem Sarg wird etwas absterben. Wir hatten auch den Tod hier, diesen Umwandlungsprozess. Und ich glaube, deine Abwehrhaltung geht jetzt einfach vorbei. Und du kannst in eine ruhigere, schönere, leichtere Energie wechseln. So, wir schauen noch ein Krafttier. Für Sternzeichen Stier im Januar. Wir haben die Kuh. Wundern sind keine Grenzen gesetzt. Und auch wenn es sich vielleicht im Moment schwieriger anfühlt und du noch nicht so wirklich dran glaubst, Wunder sind keine Grenzen gesetzt. Du darfst auch in deine Kontemplation, in deine Innenschau, deine Wünsche platzieren und das wird kommen. Sei dir gewiss, dass das kommen wird. Und dann geht es leichter nach vorne. Gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Januar und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.